Nächstes Insolvenzverfahren bei Elbtower-Gesellschaftern. Die Signa Prime Selection AG hat am Donnerstag in Wien eine Sanierung in Eigenverwaltung beantragt. Nachdem bereits mehrere Tochtergesellschaften der Signa-Gruppe Insolvenz beantragten, ist mit der Prime Selection nun die Hauptverwaltung des Elbtowers betroffen. Seit Oktober ruhen die Arbeiten auf der Baustelle des geplanten 245 Meter hohen Gebäudes in der Hafen City. Der Senat will die Situation nun genau prüfen und mögliche Schritte abwägen.